Die Söldnergruppe Wagner hat offenbar die ukrainische Fleischwolf-Taktik in Bachmut kopiert. Das geht aus Angaben von Sky News hervor. Das ukrainische Militär habe mit der Taktik zuvor versucht, Russland möglichst viel Schaden zuzufügen, um so die Stadt Bachmut zu verteidigen. Der Militäranalyst Sean Bell bekräftigt, dass auf jeden getöteten Ukrainer 7 getötete Russen folgen. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin teilte nun angesichts der zu erwartenden ukrainischen Frühjahrsoffensive mit, dass er der Ukraine auf die gleiche Weise schaden wolle. Der Militäranalyst fügte hinzu, dass die schwer umkämpfte Stadt Bachmut eine Tragödie des Krieges symbolisiere. Russland und die Ukraine seien sich darüber im Klaren, dass sie um eine Stadt kämpfen, deren begrenzte Bedeutung beide anerkennen. Dabei wollen beide so viele ihrer Feinde wie möglich töten, so Bell.